Speichern, davon eine Anlage dafür bauen und hier Wasser. Einfach aus rein optischen Gründen. Ziemlich unnötig, aber naja. So viel hier hinten zu. Ach komm, Kart. Jetzt fällt das Ding mir auch noch weg. So, nehmen wir das nächste. Dann wollen wir uns mal auf eine Reise zurückmachen. Also, das ist eigentlich ein sehr kurzes Let's Show. Da man, wie gesagt, möchte ich jetzt nicht unbedingt so viel über die einzelnen Feinheiten sprechen. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das gebaut habe und ein, sag ich mal, etwas kleineres Tutorial darüber sehen möchtet, möchte ich, dass ihr euch an mich wendet und dann werde ich ein kleines Tutorial darüber machen, wie das funktioniert. Ist ganz simpel, aber gerade für Neueinsteiger in den Tekkit-Mod ist es halt erstmal ziemlich viel. Ich spiele schon eine gewisse Zeit damit, bin aber immer noch nicht fertig mit Lernen. Das heißt, ich muss immer noch googeln und Videos schauen, damit ich das wirklich auf die Reihe kriege. Also es ist sehr umfangreich. Wie gesagt, 15 Seiten too many items. A bisschen too much. Das braucht eine gewisse Zeit, um es zu lernen. Mittlerweile habe ich es eigentlich sehr gut drauf, bis auf den Computer Craft, wo es bei mir etwas hapert, genau wie im Red Power Computer, ist für mich eine kleine, wie soll ich sagen, Hürde, da ich zwischendurch mal eine Pause gemacht habe, wo ich in der Zeit die Minecraft Let's Plays aufgenommen habe. Und da sage ich mal, habe ich das mit dem Computerprogrammieren etwas verlernt. Und ich werde es mir wieder aneignen. Ich werde auch einen Steuercomputer bauen. Wahrscheinlich für die Ölraffinerie und die Steuerung. Nee, wahrscheinlich für die Steuerung der Karts. Die Ölraffinerie steuert sich ja von selber. Brauchen wir ja nichts machen. Das einzig Wichtige, was man hat, ist den Schalter. An, aus. Wie man jetzt hier sieht, wird kein Öl mehr nachgepumpt. Was heißt keins? Wenig. Da ich ja hier unten die noch nicht, wie soll ich sagen, gesteuert habe. Das heißt, dass sie abschaltbar sind. Kommt jetzt doch etwas Öl an. Werde ich alles noch korrigieren. Es ist noch viel, viel, viel Arbeit, die ich vor mir habe. Und bis jetzt finde ich es eigentlich ganz schön. Ich meine, ich sitze ja schon circa 2, 3 Tage dran. Viel, 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 viel aufregen, da das meiste nicht funktioniert hat. Und gewisse Dinge kenne ich auch schon noch vom vorherigen Bauen. Das war also ganz einfach. Was ich persönlich an dem Strom hier ganz nervig, schrägstrich toll finde, ist, dass man ihn umwandeln muss. Ich blöderweise habe vergessen, dass man das Mittel Voltage nicht an die Kompressoren anschließen kann. Faktor ist mir hier alles in dem Bereich hochgegangen, durfte ich neu bauen. Hab ich gefragt, warum? Dann bin ich ja drauf gekommen, habe es mit einem MV-Transformer versucht, das heißt, der reguliert das nochmal ein bisschen runter, schon wieder hochgegangen. Dann habe ich den LV-Transformer drangehängt und dann ging es einigermaßen. Dann hatte ich das Problem, dass die mit der Produktion nicht hinterherkamen. Das heißt, mit der Produktion, mit dem Umwandeln von Uran in Refined Uranium. Dann bin ich auf die Upgrades gekommen. Da habe ich immer nicht so große Stücke drauf gesetzt, da ich mir gedacht habe, ich denke etwas viel, dass sich die Upgrades abnutzen und abnutzbare Dinge, die man manuell nachlegen muss, mag ich nicht so gerne in einer Automatikschaltung, schon gar nicht bei einem Atomreaktor. Da das ganz schnell zu einer Kernfusion kommen kann und sie einfach mal bumm macht. Okay, ich habe den Schutz drin, aber ich mag das persönlich nicht so mit dem Risiko zu leben. Ich möchte das auch ganz gern, dass ich sagen kann, okay, Finger weg davon, ich gucke hier vorne drauf.
so und so viel kommt raus, benutze den Strom. Also nicht ständig in die einzelnen Abteilungen für die Produktion zu gehen und dann immer irgendwas nachzulegen. Aber im Endeffekt habe ich herausgefunden, dass es doch nicht so ist. Sprich, ich konnte das mit dem Upgrades machen. Alles super, alles toll. Er produziert wunderbar Strom. So, was ich mir noch gedacht habe, ist, dass ich mich an dem ziemlich verbuggten Wasser versuchen werden. Was heißt verbuggt? Die Water Mills, also die Wasserkraftanlagen, mit denen man Strom entnehmen kann, sind bei mir sehr verbuggt. Sprich, ich krieg da keinen wirklichen Strom raus. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich einfach nur zu blöd dafür bin, das richtige Kabel zu verwenden. Ob ich, keine Ahnung, Theorie wäre, falls es doch funktioniert, dass es einfach zu wenig produziert, um es irgendwo hinzuleiten. Das heißt, ich müsste riesige Anlagen bauen, damit ich überhaupt etwas Strom zusammenkriege. Ich meine, eine Wasserkraftanlage von der vierfachen Fläche hiervon produziert so viel wie ein Reaktorkern. Ich werde es versuchen, mich da dran zu hängen, besser gesagt reinzuhängen, und das in etwa so zu bauen, dass ich damit auch einen angenehmen Ertrag habe. Allein schon da draus, weil es sieht optisch schön aus. Ich habe was Neues für euch, was ich euch präsentieren kann. Und ich habe mehr Strom. Und ja, so viel dazu. Hier in dem Bereich, das heißt auf der Seite, werden dann die Lava Generierung, Produktion wird da entstehen. Dann werden hier ungefähr die Geometall. Ich hab's heute nicht mit der Sprache, also macht euch nichts draus. Die Geothermalgeneratoren werden etwa hier hinter der Wand stehen. Strom produzieren und dann hier unten ins Stromnetz einspeisen. Dann werde ich versuchen, was heißt versuchen, Produktionsanlagen zu bauen, beispielsweise für Schwerter, Kohle etc. Falls einer eine Theorie hat, es gibt ja Verbrennungsmotoren, die mit Kohle laufen und Strom produzieren. Bei mir ist das aber so, dass. Einen Moment. Generator. Dass, wenn ich eine Pipe anschließe, dass die Kohle hier oben reingepackt wird. Und nicht hier unten, wo sie verbrannt werden soll. Ich verstehe es nicht, warum. Falls einer eine Lösung für mich für dieses Problem hat, möchte ich bitte, dass er mir das schreibt, damit ich da eine Anlage bauen kann. Ich habe es vor langer Zeit mal versucht. Es ist schief gegangen. Ich bin kläglich dran gescheitert, habe die Map gelöscht, weil ich sauer war. Durfte alles wieder neu bauen. Also das ist jetzt ungefähr meine 70. Map, die ich neu mache. Da mir einfach immer irgendwas kaputt gegangen ist, um die Ohren geflogen ist, ich irgendwas falsch gemacht habe, gerade mit dem Destruction Catalyst, jetzt weiß ich es wieder. Und da einfach mal so einen elendig langen Gang reingemacht habe, den ich überhaupt nicht gebraucht habe. Und der mich dann im Endeffekt total gestört hat. Wo geht's denn jetzt? Creation, Transmutation. Und, jo. Das Mercurial Eye finde ich persönlich eine der nützlichsten Dinge, was Großprojekte anbetrifft, mit dem Destruction Catalyst. Gerade wenn man unterirdische Städte baut, hat man das ja, dass man einfach viel zu viel Unsinn hat. Sag ich mal beispielsweise, man will einen Tankraum bauen.
riesengroß, muss es erstmal jeden Block einzeln wegschlagen. Ist nicht mehr. Man nimmt den Destruction Catalyst und hat ein Riesenloch. Ein Riesenloch. Dann nimmt man das Mercurial Eye und stellt es auf Transmute Mode und dann wandelt das die Blöcke um. Funktioniert beides mit EMC. Wenn man bei dem Mercurial Eye G drückt, kann man das umschalten auf die verschiedenen Boden. Modis. Mit V lädt man es auf. Mit Shift. Ja. Mit Shift V entlädt man es wieder. Und mit C öffnet man ein Menü. Da kann man dann den Block reinmachen, mit dem man, sag ich mal, dann bauen möchte. Schrägstrich umwandeln. Befüllt, was heißt, angetrieben wird es von einem Client Star. Wie man den auffüllt, zeige ich jetzt. Kann man auf verschiedene Art und Weise machen. Man hat hier einen Relay MK3, Schrägstrich, egal welcher, und kann dann diesen Client Star, welchen man nimmt, ist im Prinzip egal, muss nur darauf achten, wie viel man braucht. Legt man die oben rein und dann, ich wollte es etwas schneller haben, nimmt man Red Matter oder was auch immer man hat, verbrennt das und wandelt es in Boost EMC um. Damit lädt man dann den Client Star auf, den füllt man dann in das Mercurial Eye und kann loslegen. Ansonsten, wenn man, sag ich mal, jetzt im Survival spielt und hat nicht genug Zeug, um es zu verbrennen, kann man durch Energy Kollektoren, das heißt mit Energy Kollektoren, kann man das genauso aufladen. Will gerade nicht. Vorführeffekt. Nehmen wir mal einen Energy Kollektor. Dann nimmt man das. Wo ist denn der Kleinste jetzt hin? Egal, nehmen wir einen neuen. Einen Kleinster Omega. Okay. Den kann man dann aufladen und entladen. Dauert etwas länger als die Verbrennung, ist aber, sag ich mal, so ziemlich kostenfrei. Wenn man im Survival den Energy Collector her hat, ist etwas schwierig zu bekommen. Und naja, eventuell werde ich ein Technik Let's Play machen mit dem Technik SSP, sprich mehr Mods. Ist eigentlich für Survival ausgelegt. Und ja, sehr schön. Dauert eine gewisse Zeit, da irgendetwas zu bekommen, ist aber wesentlich interessanter, als wenn ich euch die ganze Zeit irgendwelches Zeug zeigen würde, was ihr eigentlich gerne sehen wollt. Oder einfach Minecraft spielen. So ich sowieso der Meinung bin, Minecraft Let's Player gibt es genug, wenn nicht sogar zu viele, um irgendetwas Schönes zu machen. Und ja. Auf Dauer wird es etwas langweilig. Ich meine, es gibt einfach zu viele dafür, dass man da irgendwie einer auf einen stößt, weil ich meine, Gronkh macht mehr als genug. Warum solltet ihr euch mich dann angucken? Na, ein Lack.